Hier ist wieder Lars von All About Samsung und ich habe ein kleines Hands-on für euch vom Samsung Galaxy Y Pro. Hier haben wir die Specs. Es verfügt über ein 2,6 QVGA LCD, das heißt eine sehr, sehr kleine Auflösung. Das ist aber kein Problem, er ist klein, er kann auch die ganze Touchscreen-Bedienung ermöglichen, also ihr könnt darüber auch Apps laufen lassen. Aber das ist gar nicht der Fokus hier von dem Gerät. Der Fokus bei diesem Gerät liegt wohl eher darauf, dass man hier über diese sehr, sehr wertige, also da bin ich echt erstaunt über die Druckpunkte und so weiter, über dieses sehr, sehr wertige Keyboard sehr gut tippen kann. Es ist so eine Art, ich würde mal sagen, Blackberry-Design angelehnt. Was natürlich auch auffällig ist, diese kleine Auflösung hier, QVGA sind glaube ich 320x240, zusammen mit einem 832 MHz Prozessor, ist äußerst flüssig. Also schaut euch das mal an, das ist echt schnell. Hat halt nicht alles Nachteile. Natürlich, für Videos und so weiter ist es jetzt super optimal. Also YouTube und so weiter, wenn es mal sein muss, wird es ja auch sicherlich noch funktionieren oder Angry Birds drauf zocken, das geht alles mal ganz kurz. Aber das Nutzererlebnis ist dann sicherlich nicht so gut wie bei einem 4,3 Zoll Display oder bei einem 5,3 Zoll Display wie beim Galaxy Note. Der Formfaktor ist relativ klein und die Tastatur ist leicht hervorgehoben, die Tasten, was ihr seht. Es ermöglicht auf jeden Fall ein sehr gutes Schreiben, auch ohne Hingucken. Und die Druckpunkte sind wirklich sehr, sehr angenehm. Also ihr könnt das Ganze sehr genau steuern, ohne Hingucken. Ich denke mal, das ist dann eher so die Möglichkeit für Geschäftsleute oder auch für das weibliche Klientel, was ja eher dafür bekannt ist, mal ohne hinzugucken, SMS zu schreiben, was ich bis heute nicht geschafft habe. Ich bin von dem Gerät auf jeden Fall begeistert, vor allem weil da auch noch die ganzen Social Hubs und so weiter auch drauf sind und auch das neueste Android, das kann ich euch mal hier zeigen. Es ist im Moment, ist halt eine Vorserienversion, also nicht wundern, wenn es ein bisschen ruckelt. Das ist halt Android 2.3.5. Das ist auch wieder eigentlich die aktuellste Version. Es gibt ja jetzt 2.3.6, aber das auch nur für das Nexus S. Das heißt, ihr habt hier auf jeden Fall ein sehr, sehr aktuelles Gerät, sehr, sehr praktisches Gerät, was bezüglich dieses Keyboards auf jeden Fall relativ rar auf dem Markt ist von der Geräteklasse her. Und es dürfte auch relativ günstig sein. Also ich rechne hier mit einem Preis um die 200 Euro oder so im Endeffekt beim Endkunden. Es gibt deutlich schlechteres. So viel erstmal zum kurzen Hands-on vom Galaxy Y Pro. Ich bin Lars von All About Samsung und wir lesen uns dann wieder im Blog. Ciao!